Wir schreiben den 8. Oktober 2014. Der Tag, an dem die Albatrosse Geschichte schrieben. Am 8. Oktober 2014 gelang Alba Berlin eine historische Sensation. Ein Sieg gegen den amtierenden NBA-Champion San Antonio Spurs mit 94-93 in der ausverkauften O2 World. Das Spiel begann mit einem starken Auftritt des Spurs, die schnell 22-6 in Führung ging. Doch Alba Berlin kämpfte sich zurück, angetrieben von Jamal McLean, und hielt zur Halbzeit nur auf 47-54 Punkten zurück. Im letzten Viertel spitzte sich die Spannung zu. 10 Sekunden vor Schluss lag Alba Berlin 4 Punkte zurück. Reggie Redding verkürzte mit einem Dreier auf minus 1. Dann der entscheidende Moment. Redding stiehlt den Ball, McLean bekommt ihn und trifft mit der Schlusssirene den Siegeswurf. Der Jubel in der O2 World war grenzenlos. Ein denkwürdiger Sieg, der in die deutsche Basketballgeschichte eingeht. Der erste Triumph einer deutschen Mannschaft gegen ein NBA-Team. Ein Beweis für Teamgeist, Kampfeswillen und die Stärke des europäischen Basketballs. Alba Berlin hat an diesem Tag Geschichte geschrieben.